Auf dem Deich bist du der höchste Punkt in der Landschaft und unter den riesigen Himmeln gleichzeitig ein Nichts. Das hat mich so sehr fasziniert, dass ich nach der Schule hierher gezogen bin, in ein Haus gleich hinterm Deich. Naja, und passenderweise lebt die Familie meiner Frau seit Jahrhunderten auf der Insel Föhr. Es ist also kein Zufall, dass mein Roman auf dieser Insel spielt. Und warum Oma mit 76 immer noch bauchfreie T-Shirts trägt? Und warum sie nicht zu ihrem eigenen Geburtstag kommt? Und wo Sönkes schöne Cousine Maria überhaupt keine gute Figur macht? Das habe ich alles in meinem Buch geschrieben. Ach ja, da ist ja noch der Onkel Arne, der ist plötzlich Veganer geworden und sein Bruder hat in China schon mal Hund gegessen. Aber die beiden müssen sich einigen.